Wo geht's wieder hin heute? Heute gehen wir zum Imkerverein. Heute müssen wir die Klotzbeute wieder behandeln. Jeden sechsten Tag. Heute ist das zweite Mal die Behandlung und ja, wir haben einen herrlichen Morgen. Wirklich super schöner Tag. Schaut aus wie Essen. Aber der geht gut, gell? Hey Leute, und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst hier unten ein kostenloses Abo da und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ja, wusste gar nicht. Schau, heute ist großer Schmelztag und Putz- und Reinigungstag beim Imkerverein. Nee, das ist vom Imkerkurs und die machen da jetzt halt im Prinzip klar Schiff dann für nächstes Jahr um die Zeit. Und wir gehen jetzt, wir behandeln jetzt das da. So, dann schauen wir erstmal rein, bevor wir uns einen Smoke anheizen. Ja, das da oben habe ich immer noch nicht. Oh. Seht ihr das Kondenswasser? Ja, die tun wir jetzt gleich weg, die Scheibe, und dann sehen wir richtig. Nein. Aber es sieht aus, als ob sie fleißig bauen. So, ihr müsst jetzt kurz mal da warten, ich hole euch gleich her. Ich habe nur leider mein Stativ vergessen. So, passt. Da sieht man es dann. Jetzt wird es angesaugt. Machen wir hier auf. Kleinen Rauchstoß. Also die Glasscheibe habe ich bewusst so gefertigt, dass oben oder unten hier so ein ganz kleiner Spalt bleibt. Und warum? Dass ich, so wie es gerade gesehen hat, so einen ganz kleinen Rauchstoß reingeben kann. Ja? Bevor wir richtig loslegen. So. Ihr habt gesehen, ich habe den Raucher nur ein bisschen reinziehen lassen. Also ich habe da jetzt nicht richtig reingesmokert. Muss ja gar nicht sein. Dann komm mal her, Regie. Oh, die nehmen fleißig den Teig unten ab. Warte mal. Ja. Man sieht ja, dass da oben wesentlich mehr Futter jetzt ist. Ja, hier. Viel mehr Futter wieder vor. Und ich vermute auch, dass die jetzt auch viel mehr bauen da unten. Da. Ich mache ein Bild mit dem Handy von unten. Das sieht man wahrscheinlich noch besser. Ja, das ist immer wieder erstaunlich, was die Damen da an Leistung erbringen. Ich sehe, ich blende gleich noch ein Bild ein, wo man sieht, wie viel Teig da drin war. Ja. Jetzt hier sieht man, so sehen die Waben jetzt aus. Da glitzert es richtig schön, da glänzt es schön. Also da ist richtig jetzt Futter da. Und hier sieht man von letzter Woche, also 6 Tage davor, da ist so gut wie nichts drin. Ja. Da ist wirklich empty und die verarbeiten es richtig zügig. Und hier auch nochmal von letzter Woche, und da sieht man, wie viel Futter ich da unten reingeschlichtet habe. Seht ihr das? Ja, schon krass. Aber man sieht richtig schön, wie sie jetzt hier, wie sie das Futter eingelagert hat, haben. Ja, und ich tippe, im unteren Bereich ist die Brut. Ich vermute sogar, die sind eine Zeit lang aus der Brut gegangen, weil sie ja kein Futter hatten. Ja, weil ja überhaupt nichts reinkommt. Hast du? Mhm. So, jetzt machen wir wieder die Träufelbehandlung. So. Das ist jetzt das zweite Mal träufeln und dann müssen wir noch zweimal. Insgesamt 4 Mal ist geplant und dann schauen wir mal. Gut, dann haben wir die Glasscheibe wieder rein. Man sieht auf jeden Fall durch das Kondenswasser, dass sie brüten. Das war letztes Mal zum Beispiel nicht. Ja. So, wieder hochschieben. Verriegeln. Hoch. Und verriegeln. Passt. Da ist jetzt nur noch Wasser drin. Aber ich muss die sauber machen. Ich will ja nicht, dass die dreckig ist. Ja?
abstecken. Das pumpen wir raus. Also der Rest, der da immer drin ist, den pumpe ich natürlich in die Flasche zurück. Das ist jetzt Wasser vom Ausspülen. Das ist egal wohin. Aber der Rest, was da drin ist, den stecke ich ab, stecke hier rein und pumpen wieder zurück. Müssen wir ja nicht vergeuden. Ja. So, dann dampfen wir ab. Geht's wieder nach Hause. Viel Arbeit heute noch. Ja, der Chef war auch gerade da. Und läuft. Vicky.